Liebe Kinder, herzlich willkommen zur heutigen Kinderpressekonferenz des FC Red Bull Salzburg. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit Niki Seiwald und Noah Okafor, das ist mir jetzt noch nie passiert, also mit Junior Adamo und mit dem Philipp Köhn unser Pressegespräch haben. Alle Kinder, die hier heute mit dabei sein dürfen, sind fleißige Mitglieder im Bully the Kids Club. Das heißt, sie haben die Ehre, da mit dabei zu sein. Das sind fast keine Erwachsenen. Und wir beginnen einmal da mit, in der ersten Reihe, mit dem jungen Mann mit dem schwarzen Trikot. Ich bin der Sanin und ich habe eine Frage an den Philipp. Und zwar, wer ist dein Fußballidol? Ja, über die Jahre hat man natürlich einige Torhüter gesehen. Ich glaube, das kennst du auch. Es gibt ja nicht nur einen. Es war Oli Kahn, Jens Lehmann, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, sagt dir ja auch was. Das sind so einige, die ich mir gerne angeschaut habe und von denen ich mir auch gerne was abschaue. Ja. Ich bin der Lukas und ich habe eine Frage am Adamo. Was war dein schönstes Erlebnis bei Salzburg? Ja, wo wir also doppelt geholt haben, also den Cup und die Meisterschaft. Wann war von dir aus die beste Parade? Also eine Parade jetzt rauszupicken ist schwierig, aber ja, gegen Rom war eine dabei, aus kurzer Distanz. Das war schon sehr cool und ja, es war natürlich auch das gesamte Spiel. Dadurch, dass wir 1-0 gewonnen haben, war es dann auch so eine entscheidende Parade. Das würde ich schon so sagen, ja. Ist der Matthias Jais/Kringer Trainer? Nee, ich finde, er findet einen ganz guten Mix. Super sympathischer Typ als Mensch und als Trainer macht das ja auch ganz gut. Und ja, ein bisschen streng sein gehört auch dazu. Ich glaube, das brauchen wir auch. Sind ja auch noch jung, aber ja, der Spaß kommt auch nicht zu kurz. Hallo, ich bin die Emma und ich habe eine Frage an Junior Adamo. Haben Sie ein Haustier? Oh, nee, ich habe Angst vor dem Haustier. Du hast Angst vor Tieren, Junior? Als schon von wilden Tieren, also wie Hunde, außer Bulli. Was war euer Lieblingsauto? Audi. A6. Ah. A6? Ja. Ich finde den Q8 ganz cool. Also ich habe es gerne ein bisschen höher. Ich bin der Moritz und ich habe eine Frage an beide. Wie geht ihr mit Niederlagen um? Gibt es ja zum Glück nicht so viele bei uns. Haben uns ganz gut gehalten die Saison. Aber wenn, gehören die natürlich auch dazu, gerade im Fußball. Und wir versuchen da natürlich dann trotzdem so das Positive rauszuziehen. Ja, wenn die Leistung stimmt, gehört das im Fußball dazu. Wichtig ist immer, dass wir ja, zufrieden sind, trotzdem, dass wir alles gegeben haben. Manchmal gibt es natürlich auch Tage, wo wenig zusammengeht. Und ja, ich hoffe, dass es so wenige Niederlagen bleiben bis zum Ende der Saison. Und dann brauchen wir uns da, glaube ich, keine Gedanken machen. Ja, am wichtigsten ist halt, dass wir daraus lernen und halt das nächste Spiel besser machen. Warum wolltet ihr Fußballspieler werden? Mein Vater hat Fußball gespielt und ich habe von klein auf halt mit meinem Vater immer draußen im Garten gespielt und ja, und es halt schon oft geträumt, viele Spiele angeschaut und deswegen habe ich das zugenommen und will halt Fußballprofi werden. Ich habe sogar angefangen im Leichtathletik noch ein bisschen, also Weitwurf, Weitsprung, Laufen, aber irgendwann hat mich dann doch der Fußball gepackt und macht schon Spaß und ja, mir macht es mehr Spaß im Tor. Was war in dieser Saison euer Highlight? AS Rom zu Hause, sage ich mal. Also kurz und knapp, war ein cooles Spiel. Wir haben zu Hause eine extrem coole Stimmung gehabt. 1-0 gewonnen und ja, war schon ein unvergessliches Erlebnis. Ich habe eine Frage an Junior Adamo. Messi oder Ronaldo? Oh. Was glaubst du? Spannend. Messi? Ich sag Neymar. Junior hat alle überrascht. Meine Frage geht an den Philipp und ich bin auch Torwart und wollte wissen, ob du ein, zwei Tipps hast für den Elfmeter. Oh ja. Bei uns ist immer so, wir schauen uns natürlich vorher an, wenn ein Schütze da ist. Das ist, scheiß mal jetzt, der Burgstaller von unseren Erzrivalen. Wenn er einen Elfmeter schießt, dann guckt man sich den an, wo er vielleicht hingeschossen hat. Aber natürlich weiß man das nicht. Und dann schaut man, macht eine bestimmte Augenbewegung, guckt er vielleicht mal ins Eck, vielleicht vom Anlauf ist es vielleicht ein bisschen deutlicher auf eine Seite
Und am besten ist es, möglichst lange zu warten. Jetzt gibt es ja diese neue Regel, da bin ich kein Freund von, dass die Torhüter natürlich auf der Linie bleiben müssen, aber möglichst geduldig sein und ja, irgendwann hält man immer ein. Mein Name ist Leon und ich habe eine Frage an Adamu. Was war Ihr bestes Tor? Also für mich, mein bestes Tor war gegen Bayern in der Champions League. Ja, das war ein geiles Tor. Wer kann sich daran noch erinnern? Alle. Sehr gut. Ich heiße Samuel und ich habe eine Frage an Junior Adamo. Wie alt bist du? 21. Wird 22 dieses Jahr. Hallo, ich bin der Tobias. Ich habe eine Frage an Junior. Warum hast du die Nummer 9 gewählt? Als Stürmer ist halt Nummer 9 perfekte Nummer für mich. Und als Kleiner auf habe ich halt immer mit Nummer 9 gespielt. Und deswegen habe ich gesagt, ich bleibe dran mit Nummer 9. Wie bist du auf den Greedy Talk Jubel überhaupt gekommen? Auf TikTok habe ich den gesehen. Das ist ein Trend. Und das ist eigentlich ein Tanz und von dem haben wir ein Torjubel gemacht. Ich darf meinen kleinen Bruder fragen, weil der hat heute LAZ-Turnier, deswegen kann er selber nicht kommen. Und er wollte wissen, wie man so zum Profi schafft, vom Philipp. Viel Geduld auf jeden Fall. Man fängt früh an. Ich habe ja auch gesagt, dass ich jetzt schon 20 Jahre eigentlich Fußball spiele. Als Torwart natürlich auch ein bisschen geduldiger, weil da kann nur einer spielen, da wird man auch nicht mal eingewechselt. Aber ja, einfach weiter Gas geben im Training, den Spaß nie verlieren und immer positiv dranbleiben, dann wird das schon was. Was isst du vor einem Matchtag und was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti Bolognese. Also wir bekommen das eigentlich. Standard. Das bekommen wir vor dem Spiel. Der wird gerade aufzackt. Und bringt eigentlich auch meistens Glück, ja. Hallo, ich bin die Sophie und habe eine Frage an Adamu. Hast du noch Kontakt mit Adeyemi? Ja, ich habe schon ein paar Mal Kontakte mit ihm. Ist halt, wenn was Lustiges ist, schreiben wir uns gegenseitig oder wenn was passiert. Und ja. Ich bin der Noah und ich habe eine Frage an den Philipp Kühn. Wie bist du Tormann geworden? Eigentlich durch Zufall eher, dass ich irgendwann im Training, wo ich klein war, ins Tor gegangen bin, weil eigentlich keiner wirklich ins Tor wollte. Ich habe dann gesagt, ich probiere das mal und hat mir Spaß gemacht und seitdem bin ich auch im Tor geblieben. Ja. Ich bin der Jonas und habe eine Frage an den Junior. Was ist dein Idol? Mein Idol ist Neymar und auch meine Lieblingsposition ist Lewandowski. Welchen Beruf hättest du gewählt, wenn aus dem Profifußball nichts geworden wäre? Super Frage. Bravo. Oh, schwierig. Hundepfleger. Hundepfleger, vielleicht hätte ich eine Hundefarm eröffnet, ja, sowas in die Richtung. Ich habe meine Schule fertig gemacht, also ich habe ja in Deutschland mein Fachabi fertig gemacht, dass ich die Möglichkeit hätte, falls es, kann ja immer was passieren, dass man sich auch mal verletzt. Plan B war die Schule, einfach den Abschluss zu haben und beruflich, ja, Polizist, weiß ich jetzt nicht, ob das was für mich gewesen wäre. Ich wäre dann schon eher vielleicht in den Tierbereich gegangen, ja. Wenn du ein Tier auswählen könntest, was für eins würdest du nehmen und warum? Den Bulli würde ich nehmen. Ja, sehr gut. Ich habe eine Frage zum Adamo. Wie bist du zu deiner coolen Frisur gekommen? Die Idee kam halt von meiner Mom. Sie will halt immer ein paar Sachen bei mir versuchen und freue mich halt immer, wenn ich immer was Neues habe. Das heißt, du musst gar nicht zum Friseur, das passiert alles zu Hause für dich? Ja, genau. Mein Vater ist, der schneidet Haare und meine Mama, die macht die Haare. Das ist ja praktisch. Vielleicht kommen wir auch einmal zur Mutter vom Junior. Seid immer eingeladen. Seid ihr dabei? Ja. Mama hätte Freude. Die freut sich. Bitte. Ich bin der Fabian und meine Frage ist an den Philipp. Wie konntest du so schnell reagieren? Durch viel Training und ich glaube, ein bisschen Talent gehört auch dazu. Ich bin der Zafa, ich habe eine Frage an den Adamo. Was ist Ihr bester Freund von der Mannschaft? Natürlich, mein Nummer 1 ist Bulli. Oh. Und ich bin oft mit Arma unterwegs, Arma Dedic und der Luka Susic. Ich heiße Tobias Grill, ich habe eine Frage an den Köln.
Wer passt auf deinen Hund Sam auf, während du im Stadion bist? Ja, sehr gute Frage. Mal ist die Freundin, mal ist er auch in einer Hundekita, also ein Hundekindergarten, das gibt's auch, dass er auch mal ein bisschen mit seinen Freunden spielen kann. Mal ist er auch bei meinen Nachbarn, also er ist eigentlich immer gut aufgehoben, kann aber auch sehr gut alleine bleiben. Hallo, ich bin der Alexander. Und welches Eis magst du gern? Die Frage an König. Oh, Philipp. König. Ich habe zu Hause den Jolly. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Finde ich schon sehr gut. Ja? Ich bin der Sebastian und meine Frage ist an den Adamu. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Ja. Echt lecker. Würdest du lieber einmal in der Premier League oder in der deutschen Bundesliga spielen? Aktuell eigentlich eher in der deutschen Bundesliga. Aber ja, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Aber vom Wetter her muss ich sagen, ist England schon echt sehr regnerisch. Das mag ich nicht. Ich bin der Ennis und meine Frage geht an den Adamu. Was ist dein FIFA-Ranking? Was sagst du? 69? Ja, richtig, 69. Das waren sehr viele Fragen, sehr viele interessante Fragen. Herzlichen Dank fürs Dabeisein im Namen des FC Red Bull Salzburg. Viel Spaß, schön, dass ihr dabei wart. Einen schönen Abend.